Guten Tag, verehrte Zuschauer. Die Außenminister der USA und der Sowjetunion, Schulz und Schewardnadze, werden überraschend am Montag noch einmal in Genf zusammenkommen. Dabei sollen letzte Hindernisse für das Gipfeltreffen im Dezember in Washington ausgeräumt werden. Bei dem angestrebten Abkommen über den Abbau der Mittelstreckenraketen konnten bisher noch nicht alle Probleme gelöst werden. Vor allem die Kontrollfrage ist noch offen. Eine Delegation sowjetischer Experten besucht erstmals die größte amerikanische Lagerstätte für chemische Waffen im Bundesstaat Utah. Als Teil der vertrauensbildenden Maßnahmen zwischen Ost und West beobachten die Sowjets heute die Vernichtung solcher Kampfstoffe. Gestern wurden ihnen die neuen Zwei-Komponenten-Waffen erläutert, mit deren Produktion die USA Mitte Dezember beginnen wollen. Moskau sieht darin ein Hindernis für den baldigen Abschluss eines Abkommens zur internationalen Ächtung von chemischen Waffen. Die Gewerkschaft Öffentliche Dienste, Transport und Verkehr geht mit einer Gesamtforderung von 5% in die kommende Tarifrunde. Sie verlangt neben Einkommensverbesserungen auch eine Verkürzung der wöchentlichen Arbeitszeit, die jetzt noch 40 Stunden beträgt. Diesen Beschluss fasste die große Tarifkommission der ÖTV in Stuttgart. Der Vorsitzende der Bonner CSU-Landesgruppe Weigel hat die FDP aufgefordert, sich unabhängig von Parteitagsbeschlüssen für ein strengeres Vermummungsverbot einzusetzen. Weigel sprach in München vor dem Parteiausschuss, der den Parteitag der Christlich-Sozialen Union einleitete. Der Landesgruppenvorsitzende sagte, wie die Unionsparteien müsse sich auch die FDP an die Koalitionsvereinbarungen zur inneren Sicherheit halten. Die SPD hat vor der Einführung eines verschärften Vermummungsverbotes gewarnt. Die stellvertretende Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion, Däubler-Gmelin, sagte in Bonn, notfalls werde ihre Partei beim Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe klagen. Nach der Unterzeichnung des Pachtvertrages für die Häuser an der Hamburger Hafenstraße haben die etwa 4000 aus anderen Bundesländern angeforderten Polizeibeamten die Heimreise angetreten. Das teilte die Innenbehörde mit. Die CDU-Bürgerschaftsfraktion warnte unterdessen vor gefährlichen Illusionen über die erreichte Lösung für die Hafenstraße. Der Scheinfriede werde nicht von langer Dauer sein. In Frankfurt startete Gesundheitsministerin Rita Süssmuth eine Aktion zur Förderung des Nichtrauchens. Mit dem Motto, die Fluppe ist uns Schnuppe, will man sich hauptsächlich an die Jugendlichen wenden. Nicht mit erhobenem Zeigefinger, sondern mit einer jugendgerechten Ansprache. Das 10-tägige Erlebnisfestival in Frankfurt ist bundesweiter Auftakt einer breit angelegten Kampagne, die mehrere Jahre dauern soll. Kein Mensch verbietet in der Bundesrepublik das Rauchen. Aber ich denke, zur Freiheit des Menschen gehört es auch, die Freiheit des anderen zu respektieren. Und in diesem Bereich Nichtraucherschutz haben wir noch einen erheblichen Nachholbedarf. Angesichts der bisher erfolglosen Washingtoner Gespräche über eine Verringerung des US-Haushaltsdefizits sind die Dollar- und Aktienkurse an den meisten internationalen Börsen wieder unter verstärkten Druck geraten. In Frankfurt sank der amtliche Mittelkurs des Dollars um einen halben Pfennig auf 1,6747 Mark. Die vor 12 Tagen entführte Melody ist von der spanischen Polizei befreit worden. Unmittelbar nach der Erstürmung einer Wohnung bei Estepona konnte die Millionärstochter ihren Eltern übergeben werden. Auf die Fragen der wissbegierigen Journalisten nach dem Gesundheitszustand von Melody antwortete der Vater, sie sei in guter Verfassung und ohne Probleme, obwohl sie in den letzten Tagen hungern musste und noch unter dem Einfluss von Schlafmitteln stehe. Bei der Befreiungsaktion, in deren Verlauf einer der 5 Entführer schwer verletzt wurde, konnten 2 der Täter entfliehen. Zuletzt hatten die Kriminellen 4 Millionen Dollar Lösegeld gefordert. Das Wetter in Europa heute Mittag. Stockholm wolkig 4 Grad, London wolkig 11, Paris Regen 8, Hamburg Regenschauer 7, München Regenschauer 5 Grad. Madrid heiter 15, Rom bedeckt 17, Athen wolkig 17 und Moskau Schneefall minus 6 Grad. Heute Schlagzeilen gegen 16.30 Uhr. Waren das Zeiten, verehrte Zuschauer, als Studenten einen Diener hatten und der reiche Onkel ein Leben in großem Stil bezahlte. Aber nehmen wir es nicht allzu ernst, denn schließlich ist es ja ein Lustspiel, das wir Ihnen jetzt zeigen. Der Mann, von dem man spricht, eine österreichische Schwarz-Weiß-Produktion aus dem Jahre 1937 mit den großen Komikerstars Heinz Rühmann, Theo Lingen und Hans Moser.
Doch sollte es nicht gelingen, man kann das Glück nicht zwingen. Das Leben ist stärker als Spiel. Ich hab mir die Sache ganz